Ja, genau. Das sind Mülleimer am Bordstein. Ihr Innenleben. Das hier, das sind Stillleben. Und wer sind die Künstler? Passanten, die ihren Abfall durch die Schlitze schieben. Links eine ganze Wand voller Kreuze. Gesehen? Für den Kunstwissenschaftler in euch, das ist ein kathedralisiertes Stillleben. Extrem. Blasphemie? Nö. Glaube ich nicht. Jeder ist ja ein bisschen Kunstwissenschaftler. Hat man ja drauf. Ist ja keine Mathematik. Ha! Ist das schön, dieser Glanz, diese Farben und die Komposition erst. Ich bin begeistert. Wenn du jetzt immer noch nur Dreck siehst, dann ist dir nicht zu helfen. Alles hat sein sinistres Gegenstück, behaupte ich mal. Denkt bloß nicht, dass ich euch jetzt das Fremdwort sinister erkläre. Kleiner Tipp, hat was mit Mond zu tun. Glaube ich jedenfalls. Und jetzt ein paar gegensätzliche Paare, die ich kenne, die mir einfallen. Hell, dunkel. Die Sonne, der Mond. Wahrheit, Lüge. Gut, böse. Und was ist nun das strahlende Gegenstück von Müll? Weiß ich nicht. Und weißt du's? Weiter im Text. Wirklichkeit, Traum oder rechte Hand, linke Hand, Himmel, Hölle. Jens Wahl, Namesi. Ja, das muss ich wohl erklären.
Namesi ist nämlich mein dunkles alter Ego im World Wide Web. Im Spinnennetz. So ist das. Die alten Meister hatten auch solche Farben. Die Stillleben der Alten waren nicht makellos. Der Fisch auf den silbernen Platten war angeknabbert, das Obst hatte Druckstellen und Würmer, Verfall auch da. Wie hier. Ein Bild folgt auf das andere, bis alle durch sind. Dann geht's wieder von vorne los. Endlosschleife eben. Kennst du die berühmte Endlosschleife von Josef Beuys? Dieses nee, 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 ja, 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 nee, 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 nee. Schon mal drüber nachgedacht, eine Endlosschleife durchzuschneiden und verkehrt rum wieder zusammenzukleben? Nee? Dann hast du eine Möbelschleife nämlich. Und die dann abspielen. Ich will nicht wissen, was dabei rauskommt. Vor allem nicht bei der von Beuys. Abfall ist furchtbar wichtig für die Archäologie und auch für andere Wissenschaften. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Martin Luther sehr gerne und sehr viel Fleisch aß. Anhand des Knochenanteils im Abfall unter seinem Haus. Der war reich, der Mann. Für die meisten gab's damals nur Hirse oder Kleie. Glaubt's oder glaubt's nicht. In 1000 Jahren haben Archäologen schlechte Karten, denke ich. Kein Müll mehr in 1000 Jahren zum Auswerten. Abfall wird dann sofort wieder zu Nahrung komprimiert. Mahlzeit. Aber vielleicht findet man in 1000 Jahren meine kleine Installation in irgendeiner virtuellen Wolke. In einer Cloud. Achtsamkeitstraining,
Jetzt. Schließen wir die Augen. Beginnen wir mit der Kraft unserer Gedanken hoch oben durch die Nacht zu fliegen. Von Wegpunkt zu Wegpunkt zu Wegpunkt. Lange. Die Wegpunkte sind angestrahlt, sie leuchten in den Farben der alten Meister. Aber es sind Abfallhaufen. Spät überfliegen wir die Grenze der Nacht zum Tag. Blauer Himmel, keine Wegpunkte mehr, grün, weit und breit, immer weiter. Ende. Augen auf. Wenn du nun zu den wenigen gehörst, die sich in der Nacht wohler fühlten als beim Tagflug, dann bist du bereit. Dann kannst auch du dem Inneren von Abfalleimern fotografisch nachspüren. Und du verstehst mich. Das hier jetzt habe ich aus Gravity's Rainbow. Und es passt gut. Was wäre, wenn im nächsten Augenblick das alles hier die ganze Nacht außer Kontrolle geriete? Wenn die Vorhänge sich tatsächlich öffneten und uns einen Winter zeigten, den keiner je geahnt hat. Dein Blick in die Tiefe eines Abfalleimers ist sicher noch kein Blick hinter den Vorhang. Aber du stehst unglaublich dicht davor. Ratten. Im frühen Mittelalter, in den Zeiten der Pest, nahm man an, Ratten entstünden in übelriechenden Abfallhaufen. Glaube ich jedenfalls. Der menschliche Müll als große Mutter der Rattenpopulation. Es gibt 7 Milliarden Menschen. Du steigst in Abgründe. Deine Nase berührt den Vorhang. Es ist sehr dunkel. Susan Sonntag hat mal geschrieben, wirkliche Kunst habe die Eigenschaft, uns nervös zu machen. Also ich bin sehr nervös. Du auch? Ja? Na dann wissen wir jetzt, dass du Kunst siehst und hörst. Ha, ich sehe schon, lauter ungläubige Thomasse und Thomasinnen. Und jetzt wieder mal genau hinsehen. Also ich erkenne Teile der leuchtenden Korona eines sonst verfinsterten Himmelskörpers. Etwas Licht im Dunkel. Wie poetisch. Thank you.
Links sehe ich einen Kopf im Profil mit Federschmuck. Ja. Da materialisiert sich was. Ein Alien, schätze ich. Vorsicht, sie sind unter uns. Und vergesst nicht, das alles hier, egal was ich euch erzähle, bleibt immer noch stinkender Müll. Schon mal aufgefallen? Das Bild im Bild? Nee? Dann achte mal drauf. Hey, schaut doch mal. Was ist das bloß? Ein Strich, ein Kreis, ein Bild. Wer kann's deuten, den Leuten? Ich nicht. Ich mach das bloß. Das hat, soviel ich weiß, ein nicht ganz unbedeutender Maler mal gesagt. In einem Anfall von Lyrik, der zum Glück für uns einzig geblieben ist. Unsere Künstler nun, die passanten Abfallentsorger, können Sie deuten, was Sie getan haben? Falls du einen Deutungsversuch wagen willst, dann blicke mutig über den Tellerrand hinaus in den Abfalleimer. Ja, das solltest du tun. Rechts unten. Ja, genau da.
Das kleine goldene Pferd mit dem Reiter. Erkannt? Sorry, ich musste dich mit der Nase draufstoßen. Vielleicht hättest du sonst nur in die Mitte geguckt wie die meisten. Als ob die Mitte immer das Wichtigste wäre. Ist sie nämlich nicht. Vergesst nicht den Rand. Dort kannst du abstürzen. Und immer wieder das Bild im Bild. Ein Rehbock diesmal. Auf dem Kopf stehend. Wie bei Baselitz. In Gravity's Rainbow gibt es einen interessanten Spruch. Als ich ein Kind war, hieß es, ich solle nicht allzu oft in den Spiegel schauen, sonst würde ich den Teufel hinter dem Glas sehen. Wenn wir unseren eigenen Müll ansehen, finde ich, sehen wir auch in einen Spiegel. In einen dunklen, einen sehr dunklen. Du musst nur lange genug hinsehen. Irgendwann macht es Peng und er ist da. Der Teufel. Es wird dir vorkommen wie eine plötzliche Erleuchtung, aber eine dunkle Erleuchtung. Siehst du den Teebeutel? Irgendwo auf dem Bild muss er sein. Schon mal einen benutzten Teebeutel aus der Tasse genommen und getrocknet, auseinandergefaltet, den Tee rausrieseln lassen? Habe ich schon dutzendfach gemacht. Auf jedem Blatt dann das gleiche Muster, in verschiedenen Variationen. Faszinierend, sage ich euch. Earl Grey bringt die besten Ergebnisse übrigens. Eine zerbrochene Flasche. Da geht die Fantasie mit mir durch. Bei dir auch? Stichworte. Die zerbrochene Flasche als Stichwaffe. Die unversehrte Flasche als Keule, die bei Benutzung zerbricht. Aber euch passiert ja sowas nicht. Außer vielleicht in der Opferrolle. Ihr seid ja zivilisiert. Kultiviert. Die zerbrochene Flasche ist mir wichtig. Ich bleib mal dabei. Ihr glaubt doch nicht etwa im Ernst, dass euch eure Kultiviertheit davor schützt, selbst Täter zu werden. Euch davor schützt, auszurasten. Die richtigen Fragen dazu habe ich in Bernhard Schlinks Roman Heimkehr gefunden. Wie verhalten sich Studenten, künftige Politiker, Richter, Geschäftsleute und andere Verantwortungsträger unter extremen Bedingungen? Wie solidarisch, wie egoistisch, wie prinzipienfest, wie kollaborationsbereit? Was braucht es, dass sie einander verraten, dass sie sich gegeneinander wenden? Bei wie viel Kälte, Hunger, Druck, Angst ist der Lack der Zivilisation ab? Ja, wann ist es soweit?
Was unterscheidet eigentlich Menschen, die impulsiv reagieren, von denen, die explosiv ausrasten? Ein Brief aus der Justizvollzugsanstalt Moabit. Vielleicht bekam jemand die Nachricht, dass er nachsitzen soll. Dann hätte ich den Brief auch gleich weggeschmissen. Schicksale. Hier. Im Eimer. Manchmal ist nicht viel Abfall drin. Dann sind aber die Wände besser zu sehen. Gezeichnet von unzähligen Generationen des Füllens und Leerens. Ablagerungen. Eklig? Ja, beim Anfassen schon. Aber hier und da noch ein Pinselstrich und du hast sowas wie urzeitliche Felszeichnungen. Ja, hast du. Hans Christian Andersens Märchen Die Schneekönigin. Ihr kennt es alle. In der Rahmenhandlung zerschlägt der Teufel einen Spiegel. Einer der Splitter, die auf die Erde fallen, trifft ein Auge von Kai, einem kleinen fröhlichen Jungen. Von nun an kann Kai nur noch das Hässliche in allem sehen. Das welke Blatt an der Rose, den Wurm im Apfel, die Made im Käse, und so weiter. Er wird entführt in den Eispalast der Schneekönigin. Was hat das nun mit einer Abfalleimer-Obsession zu tun? Weil Abfall hässlich ist? Gibt es da einen Zusammenhang? Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Und eure Gedanken? Sind sie klarer?
Trauer um Berlins Panda. Ansonsten, welche Pracht der Farben. Oh, diese schönen warmen Farben. Das ist auch so ein Satz, den man mindestens 20 Mal bei einer bildgebenden Ausstellungseröffnung hört, wenn man die Ohren spitz aufgestellt hat. Na, vielleicht doch nicht ganz so oft und hier sowieso nicht. Dabei muss man nicht immer alles kommentieren, was man sieht, um sich als Kunstkenner auszuweisen. Es reicht, einen Schritt zurückzutreten, eine Hand ans Kinn zu nehmen und in seinen Gesichtsausdruck etwas Fragendes hineinzulegen. Ein geheimnisvoller Mann in Weiß mit Hut. Eine Reflexion. Nee, keine Selbstreflexion, auch wenn die in unseren Kreisen ja sehr beliebt ist. Nee, das hier, das ist reflektiertes Licht. Wie banal.
In der Mitte ein weißer Ring. Hast du ihn auch gesehen? Das ist ein seltsamer Attraktor. Schon mal mit geschlossenen Augen gemalt? Nee? Da kommen Sachen bei raus. Man glaubt es nicht. Bei dir ist das ähnlich, wenn du was reinschmeißt hier in die Eimer. Du siehst auch nicht, was du da machst da drin. Und du weißt auch nicht, was du tust, über das Wegwerfen hinaus. Bist du nun trotzdem ein Künstler? Oder gerade deshalb? Auch Ernährungsgewohnheiten werden sichtbar. Ob Abfalleimer in anderen Städten Deutschlands auch andere Ernährungsgewohnheiten erahnen lassen? Für die Öko-Freaks unter euch, glaubt ja nicht, dass ich mich vor euren Karren spannen lasse. Müllvermeidung, Mülltrennung oder sowas. Ha. Mir geht's ja um was ganz anderes. Um was viel Grundlegenderes. Denkt mal drüber nach, was das sein könnte. Nochmal für die Umweltfreunde unter euch. Mülltrennung. Eine Katastrophe für meine Obsession. Wie langweilig. In den einfachen Mülleimern hier auf dem Bürgersteig wäre ja kaum was drin. Der Apfelkrebsch in die schwarze Biotonne, das Papier in die blaue, Plastik in die gelbe. Im Prenzlauer Berg könnte ich mir das gut vorstellen. Das Bionade-Biedermeier-Turm hat sowas drauf. Ja, ich weiß,
das, was ich über die Mülltrennung gesagt habe, ist politisch inkorrekt oder heißt es unkorrekt? Ist ja egal, bin ja selbst ein Umweltschützer. Auf meine Weise eben. Aber ich sage euch, mit den Worten von Daniel Barenboim, die politische Korrektheit ist einer der größten Feinde der Humanität. Sie lehrt uns nicht einfach nur, unsere Misslieben zu verbergen, sondern sie weicht auch unsere Urteilskraft auf und ergräbt unsere Verantwortung und fördert die Gleichgültigkeit. Politische Korrektheit hindert uns daran, einen Standpunkt einzunehmen und ihn auch öffentlich zu verteidigen. Auf diese Weise entsteht der Mensch, der letztlich bereit ist, allen Ideologien zu folgen. Zitat Ende. Wie findet ihr das? Eigentlich gut. Ich hasse dieses Rot. Und das Blau hier, das kann ich schon gar nicht leiden. Wenn jemand das Innere von Mülleimern fotografiert, so wie ich, heißt das dann, dass seine Sinnsuche im Hellen erfolglos war und er nun im Dunkel weitermacht? Bei mir ist das nicht so. Das sage ich euch. Und übrigens, Vorsicht vor Küchenpsychologie. Der wächst ja immer nach, der Müll. Du schmeißt was weg, kaufst dir was Neues, was du dann auch wegschmeißt. Abfall als nachwachsender Rohstoff. Das ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist eines der nervigsten Wörter, die ich kenne. Man kann sich so schön dahinter verstecken. Ich will ja keine Beispiele nennen. Vielleicht weiß ich auch gar keine.
darf hier nicht schwafeln. Schließlich geht es um Inhalte. Alte, erfahrene Augen nehmen besser wahr als Jugendblöde, welche zwar sehen, aber nicht schauen, hat der Thomas Mann geschrieben in Josef und seine Brüder. Na dann, Jugend voran, genau reinsehen in eure Mülleimer. Beweist dem Superliteraten das Gegenteil. Das Wort Jugendblöde gefällt mir ja ausnehmend gut. Übrigens, Josef und seine Brüder sind Manns Hauptwerk, nicht die langweiligen Buddenbrocks, sage ich.